Hallo liebe Funkfreunde, heute in diesem Video geht es um das Stehwellenverhältnis, das SWR oder SWV. Es ist ja ganz wichtig, dass wir das Stehwellenverhältnis messen, wenn wir einen Transceiver über eine Speiseleitung an eine Antenne anschließen. Das soll heute Thema dieses Videos sein. Es ist aber darüber hinaus noch ein Konzeptvideo und zwar gibt es von diesem Video ein Making-of. Und das wird ausgestrahlt am 19.10. um 19 Uhr auf treff@darc.de. Wenn ihr Bock habt, guckt da mal rein. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und dort könnt ihr auch Fragen stellen, die ich dann gerne in dem Video bzw. bei dem Treff dann auch beantworten werde. Hallo, ich bin Michael, DL2YMR. Herzlich willkommen hier auf deinem AFU-Channel. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist denn eine Stehwelle eigentlich? Weitere Informationen zum Thema Stehwellenverhältnis oder Stehwelle an sich findest du wieder unten unter dem Video in der Videobeschreibung. Guck da einfach mal rein. Und falls du es noch nicht getan hast, jetzt ist eine ganz gute Gelegenheit, den Kanal zu abonnieren und einfach mal das Video zu liken. Und denk dran, dies ist ein Konzeptvideo, das heißt, ich werde am 19.10.2021 um 19 Uhr auf treff.darc.de ein Making-of von diesem Video zeigen, wo du mir auch speziell Fragen zu dem Video oder zum Thema YouTube generell stellen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und wenn ich dich dort sehen würde. Also wir haben, das muss man wissen, in der Kurzwellentechnik maximale Leistungsabgabe bei Anpassung. Das heißt, wenn ich jetzt einen 50 Ohm Ausgangswiderstand habe an meinem Transceiver, die modernen Transceiver haben 50 Ohm, dann muss ich auch auf ein Kabel gehen, was 50 Ohm hat. Oder ich muss transformieren, wenn ich auf ein 100 Ohm Kabel gehe oder auf ein 75 Ohm Kabel. Aber die Regel ist ja doch heutzutage, dass man auf ein 50 Ohm Kabel geht. Und wenn ich also von dem Transceiver auf ein 50 Ohm Kabel gehe und über das 50 Ohm Kabel hin zur Antenne und der Antenneneingang hat auch 50 Ohm, dann habe ich optimale Anpassung. Also die Schnittstelle vom Transceiver auf das Kabel sind 50 Ohm, das heißt der Transceiver sieht seine 50 Ohm, vom Kabel geht es weiter zur Antenne und auch an der Antenne habe ich 50 Ohm und dann sieht auch das Signal, wenn es in die Antenne reingeht, diese 50 Ohm. Das ist optimale Leistungsanpassung. Die volle Leistung, die ich vorne in das Kabel reingehe, kommt auch hinten an der Antenne raus. Habe ich jetzt aber keine Leistungsanpassung, weicht zum Beispiel der Wert an der Schnittstelle 50 Ohm Kabel, also 50 Ohm Koaxkabel zur Antenne von diesen 50 Ohm ab. Sagen wir mal, ich habe an der Antenne 30 Ohm oder 70 Ohm oder 100 Ohm, dann habe ich hier keine Anpassung. Und das bedeutet bei einer Welle, die dort ankommt, dass sie nicht ihr volles Potenzial an die Antenne abgeben kann. Was passiert mit dem Rest des Potenzials, was nicht abgegeben werden kann? Es wird reflektiert. Das heißt, an der Schnittstelle Kabel-Antenne wird Leistung bei nicht hundertprozentiger Anpassung zurückreflektiert zum Transceiver. Im Übrigen dann auch vom Transceiver wieder zurück und so passiert ein Hin- und Herspiel. Aber durch die Dämpfung des Kabels wird diese Welle natürlich immer kleiner. Mir geht es jetzt in erster Linie einmal um die hinführende Welle und um die reflektierte Welle, die ja zurückkommt. Wenn ich jetzt vom Transceiver eine Leistung abgebe und eine geringere Leistung wird wieder reflektiert von der Schnittstelle Koaxkabel-Antenne, dann werden sich diese beiden Wellen, nämlich die hinführende Welle und die reflektierende Welle, überlagern. Und dann sieht man nicht mehr eine Welle, die nach in die Antenne geht und eine Welle, die zurückkommt, sondern man sieht die resultierende daraus. Die beiden Wellen, die addieren sich. Man nennt das Interferenz. Also diese beiden Wellen addieren sich und es entsteht eine Welle, die scheinbar steht. Wenn wir uns diese Welle ansehen, die hat Knoten und Bäuche, also einen Bauch nach unten, einen Bauch nach oben. Und diese Knoten, die sind immer an der gleichen Stelle. Also zumindest dann, wenn wir es hier mit der gleichen Frequenz zu tun haben.
Die eine Welle ist größer, die andere, die rückkehrende Welle, ist kleiner und das addiert sich auf und daraus resultiert dann die stehende Welle. Das jetzt mal hier am Oszilloskop simuliert, das ist zwar jetzt keine echte Stehwelle, aber man sieht, wie zwei Sinuskurven miteinander addiert werden. Diese Interferenz, die dort entsteht. Und wir sehen das hier, also ich habe hier einmal die gelbe Sinuskurve, das ist die Kurve, die rausgeht aus dem Funkgerät. Die wird dann am Ende reflektiert, weil irgendwas mit dem Widerstand nicht passt, also eine Fehlanpassung zum Beispiel oder ein Kurzschluss oder auch ein offenes Ende. Und dann wird die Welle reflektiert und das ist die blaue, die geht dann hier zurück. Und die resultierende, das ist jetzt die lilane Welle, die wir hier sehen. Das ist nämlich die Addition immer aus den beiden Wellen. Und die Welle, die eine, die gelbe Welle, die Ausgangswelle vom Funkgerät, die schiebt sich nach vorne in die Antenne rein. Die andere Welle, die blaue Welle, die kommt zurück und überlagert die andere. Und daraus ergibt sich dann diese lila Welle. Und durch diese beiden gegeneinander laufenden Wellen und dieses Interferenzergebnis sieht es aus, als würde dieses Interferenzergebnis auf der Leitung stehen, weil das bewegt sich nicht. Denn diese Knotenpunkte hier und die Bäuche, also einmal der Bauch, der hier nach oben geht und der Bauch, der nach unten geht, die bleiben gleich und deswegen haben wir hier die Knoten und deswegen ist die resultierende daraus, also die größere Amplitude, diese stehende Welle, dann immer an einem Platz auf dem Kabel. Ja, wir machen das jetzt mal beispielhaft am ICOM IC7300. Ich habe hier schon mal SWR eingestellt. Wir können das machen, indem wir hier zum Beispiel auf Quick gehen und dann Metertyp und dann kann ich hier auswählen, was der mir anzeigen soll. Ausgesendete Leistung oder halt eben zum Beispiel das SWR. Wenn ich jetzt die Morse-Taste betätige, dann wird ein Signal ausgesendet und der Transceiver misst, was zurückkommt. Das machen wir jetzt mal. Ah ja, und jetzt sehen wir hier, dass ein SWR von ungefähr 1,6 angezeigt wird. Was das genau bedeutet, machen wir gleich. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, das SWR zu ermitteln. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel mit einem externen SWR-Meter oder mit einem externen Stehwellenmessgerät. Das muss man dazwischen bauen und dann bekommt man eine entsprechende Anzeige. Ich habe jetzt hier den Kenwood SW200 dran, also ich habe den jetzt dazwischen geschaltet. Wie das geht, zeichne ich euch gleich auch nochmal auf. Und wir gucken jetzt mal, wie der Kenwood SW200 oder was für eine Stehwelle der SW200 misst. Ich habe das schon mal alles richtig eingestellt. Ihr seht hier die Anzeige, also hier müssen wir drauf achten. Das ist hier der Rücklauf und ich gebe jetzt mal das CW-Signal da drauf. Und dann schauen wir mal, also ich sehe hier auch ungefähr einen 1,6. Also das deckt sich schon mal. Eine dritte Möglichkeit hier, zumindest bei mir im Check, ist das Messen des SWRs mit dem Nano-VNA. Wenn ihr einen Nano-VNA habt, könnt ihr das natürlich auch machen. Ihr müsst ihn vorher kalibrieren, auf die entsprechende Frequenz einstellen oder beziehungsweise vorher auf die entsprechende Frequenz einstellen, dann kalibrieren und entsprechend dann die Messung vornehmen. Das funktioniert ganz gut. Ich habe das hier auch mal gemacht und ich muss hier ein bisschen umbauen. Ich habe also hier den Nano-VNA, wie gesagt, den habe ich schon mal entsprechend eingestellt und den muss ich jetzt an die Antenne hängen und dazu muss ich jetzt mal das Antennenkabel hierher holen. So, ich habe es jetzt vom Transceiver abgeschraubt, an den ich das zwischenzeitlich wieder dran hatte und schraube das Kabel jetzt hier an den Nano-VNA. Und jetzt stellen wir das hier mal so hin und gucken, wie denn da die Stehwelle ist. Und wenn wir uns das jetzt mal ansehen hier, also wir haben hier, wenn wir mal das Minimum hier nehmen, das ist jetzt auch bei 7 MHz und da liegen wir bei einer Stehwelle von 1,6. Ja, wir sehen also, die drei Messverfahren ähneln sich sehr stark im Ergebnis. Dann kann ich also auch davon ausgehen, dass das einigermaßen stimmt. Selbst wenn wir hier eine Abweichung im Ergebnis oder eine Differenz von 0,2, 0,3 haben, ist das nicht so schlimm, weil das macht unterm Strich wirklich sehr, sehr wenig nur aus. Das sehen wir gleich, wenn wir in die Berechnung gehen. Ja, die Messungen sind damit erstmal abgeschlossen. Wir werden jetzt gleich weitermachen mit den Berechnungen und dafür nehme ich euch dann gleich mal mit hier auf meinen Zettel.
So, wir sind jetzt hier auf dem iPad und als erstes wollte ich euch ja mal zeigen, wo ihr euer SWR-Meter anschließen müsst. Wenn wir hier den Transceiver haben, TRX, und hier das Antennenkabel zur Antenne, dann müsst ihr direkt hier am Transceiver euer SWR-Meter anschließen. Antenneneingang, Antennenausgang. Sinnvoller wäre es natürlich, den Antennentuner hier anzuschließen, direkt an der Antenne, weil dort würden wir ja auch das SWR, also das Stehwellenverhältnis, messen wollen. Da ist der Schnittpunkt zur Antenne. Leider ist es oftmals nicht möglich, direkt dort oben an der Antenne zu messen. Es gibt Möglichkeiten, klar, aber meistens kann man da nicht so einfach ran und deswegen messen wir unser Stehwellenverhältnis am Funkgerät, damit wir einen einigermaßen Wert bekommen. So, was hat es denn nun mit der Stehwelle auf sich? Wir sagen, das SWR ist gleich Spannung Max auf der Leitung durch Spannung Min auf der Leitung, auf der Antennenleitung. Also Maximalspannung dividiert durch Minimalspannung. Wie ermitteln wir jetzt die Spannungen? Wir können ja mit unserem Stehwellenmessgerät messen, wie viel Spannung geht raus zur Antenne und wie viel Spannung kommt wieder. Das wird durch einfache Gleichrichtung gemacht und wird dann entsprechend auf der Skala am SWR-Meter eingetragen. Beziehungsweise kann man dann anhand des Zeigerausschlages ablesen. So, was ist denn nun Umax und Umin? Umax ist die Spannung, die sich ergibt, also die Maximalspannung, die sich ergibt aus der hinlaufenden Welle plus der rücklaufenden Welle. Und die Minimalspannung auf der Leitung ist die vorlaufende Welle minus der rücklaufenden Welle. Also schreiben wir, SWR ist gleich U hinlaufend plus U rücklaufend dividiert durch U hinlaufend minus U rücklaufend. Das ist unser SWR. Und wir können das jetzt mal an einem Beispiel machen. Wir nehmen mal an, wir haben 100 Volt auf der Leitung hinlaufend und rücklaufend kommen 10 Volt zurück. Da gucken wir mal, was das für ein SWR ist. Also wir haben U hinlaufend gleich 100 Volt und U rücklaufend gleich 10 Volt. Das wäre eingetragen in unsere Formel. SWR ist gleich U hinlaufend sind 100 Volt plus U rücklaufend sind 10 Volt dividiert durch 100 Volt U hinlaufend minus 10 Volt U rücklaufend. Das sind 110 dividiert durch 90 Volt natürlich. Und daraus kommt dann 1,22. Also unser SWR bei 110 Volt Maximalspannung und 90 Volt Minimalspannung ist hier 1,22. Ein weiteres Beispiel, U hinlaufend ist gleich wieder 100 Volt und U rücklaufend ist 33 Volt. Mal gucken, was daraus kommt. Also SWR ist gleich 100 Volt plus 33 Volt dividiert durch 100 Volt minus 33 Volt. Also genauso wie wir es hier oben auch gemacht haben. Ist gleich 133 Volt dividiert durch 67 Volt. Und dann haben wir ein SWR von gleich 1,98. Also das ist SWR 2 roundabout. SWR 2 liegt dann an, wenn 33% der Spannung zurückkommen. Also das SWR ist das Verhältnis aus der Maximalspannung zur Minimalspannung auf der Leitung. Jetzt können wir das gleiche Äquivalent zu Widerständen sagen. Da verhält es sich nämlich genauso. Der Eingangswiderstand zum Ausgangswiderstand, beziehungsweise der Ausgangswiderstand des Transceivers hat 50 Ohm, die Leitung hat 50 Ohm, das ist der Ausgangswiderstand und die Antenne ist die Last, das ist der Lastwiderstand, also ZL. Wenn 50 Ohm Ausgangswiderstand und 50 Ohm Last sind, dann haben wir ein Stehwellenverhältnis von 1, weil dann kommt nämlich überhaupt nichts zurück. SWR gleich Ausgangswiderstand durch Last und das gilt für Ausgangswiderstand ist größer oder gleich ZL.
Wenn ZL größer ist, dann muss ich anders rechnen. Dann muss ich rechnen SWR gleich ZL durch RA, also für RA kleiner ZL. Ja, das ist wichtig, damit wir auch einen positiven Wert rausbekommen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal zwei Koaxkabel nehme, ein 50-Ohm-Kabel, ein 75-Ohm-Kabel, die ich zusammenpacken möchte oder zusammen anschließen möchte, dann gucke ich mal, was für ein SWR dabei rauskommt. Ganz einfach, ZL, also dann setzen wir jetzt mal das 75-Ohm-Kabel für ein, ist größer als RA. Das würde bedeuten, ich muss rechnen, SWR ist gleich ZL durch RA und da kommt dann raus 75 Ohm dividiert durch 50 Ohm ist gleich 1,5. Also wenn wir jetzt zwei Koaxkabel zusammenschließen, eins mit 50 Ohm, eins mit 75 Ohm, würde das ein SWR ergeben von 1,5. Ja, das war das Video zum Thema Stehwellenverhältnis. Ich hoffe, euch hat das wieder gefallen. Denkt dran, Konzeptvideo am 19.10.2021, 19 Uhr, gibt es das Making-of zu diesem Video auf treff.darc.de, den Link hier unter dem Video. Wenn dir das Video hier wieder gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem AFU-Channel wieder etwas Neues gibt. Wir sehen uns am Dienstag.